Was ist der Morgen wert? Heute machst du nichts verkehrt. Komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht. Komm mit ans Ende dieser Welt. Hey, wir fahren jetzt nach Berlin. Und wie Sie hier sehen, das ist mein krasses Navi, funktioniert nicht. Aber wir finden uns trotzdem, aber gleich funktioniert es. Achtung! Ey, scheiße. Wenn ich hier so reindrücke, geht's, seht ihr? Ja. Yeah. Hat der Mutti. Feinweise. Fein. Und wieder nicht. Jetzt müssen wir erstmal die Adresse angucken, wo es hier nach Berlin geht. Und dann fahren wir los. Und dann, oh, ihr hört natürlich die falsche Musik. Hallo meine Lieben, und wir sind auf dem Weg nach Berlin und wir haben Halt gemacht. Guck mal, es ist totaler Schneesturm. Und zwar sind wir an der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik in Marienborn. Und wir sind für euch tatsächlich mal hier an diese alten Gebäude gegangen, wo wir früher halt mit unseren Reisepapieren nicht ausreisen durften. Und ehrlicherweise wollten wir das auch gar nicht, es sei denn, wir wollten Bohnenkaffee schmuggeln. Und hier sind quasi diese alten Baracken und wir gucken jetzt mal mit der Kamera. Also ihr seht, ich müsste jetzt so hochspringen, weil wir nicht durchgucken können. Aber für euch gucken wir natürlich mal, was da drin ist. Ich bin nachher selber mal Also bestimmt nicht mehr so viel. Und es ist arschkalt und wir sind irgendwie ganz richtig wintermäßig angezogen. Und deswegen geht es jetzt weiter. Wenn der Kameramann total unvorsichtig ist. Chris, Sophie! Boah, geil! Denn du warst immer für mich da. Hand in Hand in Richtung Sonnenschein. Wir grüßen an der Stelle mal Robin Schulz und dass du, alter Freund, nichts dagegen hast, dass wir deinen Songs jetzt mal hier ganz laut im Radio hören. Und ja, jetzt sind wir also mitten in Berlin. Oh, das Blockhaus, ich hab so Hunger. Hä? Oh, ich sehe kein Blockhaus gerade. Ja. Oh. Ich habe ein Bild bekommen. Ich sage aber nicht von wem. Ein Bild von einem Mann mit Mütze. Darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Wer sendet? So, also Freunde, wir fahren jetzt hier direkt nach Berlin rein. Ihr Lieben, vor uns ist die Siegessäule. Und die zeigen wir euch natürlich ganz kurz. Und jetzt ist es wirklich amtlich. Berlin, wir sind da. Und das Ding ist echt so mega schön. Und so richtig großartig habe ich es mir eigentlich angeguckt, 1900 irgendwas, und zwar zur Love Parade, wo ich dabei war, in meiner Jugendzeit. Und das ist richtig, richtig geil. Und guck mal, die alten Laternen und überhaupt, Berlin ist einfach mal so mega fett. Ich liebe das total. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Also wir sind wirklich ganz zentrumnah untergebracht und gucken einfach mal, wo wir euch überall mit hinnehmen. Und natürlich nehmen wir euch heute Abend mit zur Gala und hoffen natürlich, dass ganz, ganz viel passiert, was wir euch zeigen können. So, wir sind jetzt in Berlin angekommen und haben endlich unser Zuhause für die nächste Woche erreicht. Und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Und da steht auch der Chris. Wo bist du denn? Hallo! Hast du dich erholt? War es ja, kalt? Ja, war kalt. Er war böse. Wir wissen gar nicht, ob wir euch das zeigen dürfen, aber wir zeigen es euch trotzdem mal. Guckt mal. Und jetzt gucken wir einfach mal, zu wem wir hier eigentlich müssen. Und sagen euch dann natürlich später auf allen Netzwerken Bescheid, wo ihr uns finden könnt. Und jetzt müssen wir echt mal gucken, wo es reingeht. Ich glaube, hier Concierge Service sollen wir, oder? Denn hier muss irgendeine nette Dame sitzen, die uns gleich den Schlüssel gibt. Und dann nehmen wir euch jetzt mal mit rein und gucken einfach mal, wie das wird. Bis gleich. Doch meine Sehnsucht schwindet nicht. Und hallo meine Lieben, wir sind jetzt hier bei uns in der Gastwohnung und machen uns das gerade fertig. Und gleich geht's ins Pinsky Hotel und dann geht auch schon
aber es war total verrückt passiert, was ich euch erzählen muss. Und zwar hat sich eine Fangruppe aus Hannover auf dem Weg nach Berlin gemacht, um uns zu überraschen. Und wir sind jetzt in irgendeine Jugendherberge abgestiegen und da machen wir morgen natürlich einen Überraschungsbesuch. Oder freuen die sich bestimmt. Ich freue mich natürlich total auch. Hallo! So, wir sind jetzt in unserer Ferienwohnung angekommen und ich zeige euch das mal. Kommt mal mit mir mit! Guckt mal, Flur. Also wir sind ja schon eine Weile da, wir zeigen es euch halt jetzt bloß, weil wir bisher eigentlich noch nicht dazugekommen sind. Und jetzt geht's gleich ins Kempinski Hotel. Mein Webdesigner und Kameramann, der Chris, sitzt schon da. Mein Agent wartet da auf mich. Chris, hi! Hallo! Sing mal meinen größten Hit. Komm. Sie liebt den DJ. Schmeiße den raus. Ich schmeiß dich raus. Hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt wirklich schon im Taxi unterwegs und sind gleich im Kempinski Hotel. Und es ist richtig kalt, es liegt Schnee, aber wir haben einen ganz, ganz netten Taxifahrer, der uns hier fährt. Haben Sie denn noch was zu sagen? Ja, ich bin hier Anna Klosterfest. Oh, ist das niedlich. Erstmal ein Hallo. Sehr süß. Wir zeigen euch natürlich gleich, was dann vor Ort los ist. Und wir sind auch gespannt, wer alles da ist. Und wünschen euch viel Spaß. Danke, tschüss. Meine Lieben, hallo. Ich bin jetzt hier quasi direkt vom Kempinski Hotel. Wer bist du denn? Mein Name ist Patrick. Der Patrick hat mir jetzt die Tür aufgemacht und jetzt suchen wir natürlich den Rabbi und gucken mal, wo der ist. Und dann werden wir natürlich mit euch live drin sein und ich freue mich ganz, ganz doll. Wir blockieren jetzt den Verkehr, aber wir nehmen euch jetzt natürlich mit rein und werden dann genau sehen, was drinnen los ist. Wir gucken und ich freue mich. Es ist der Morgenwert, heute machst du nichts verkehrt, komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht, komm mit ans Ende dieser Welt. Ist der Morgen wert, heute machst du nichts verkehrt, komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht, komm mit ans Ende dieser Welt. Ihr Lieben, und da sind wir wieder und ich habe natürlich einen prominenten Gast hier bei mir und ihr kennt ihn alle, es ist der Ayman. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, was treibt dich denn heute hier nach Berlin? Erzähl mal. Naja, wir sind alle hier bei der Ascania Award Verleihung. Genau. Auf jeden Fall ist ein besonderer Abend natürlich. Ja. Ascania steht für Berlin, für die Geschichte von Berlin. Und Ascania selbst ist Geschichte hier in Berlin und deswegen bin ich auch das allererste Mal natürlich dabei. Stimmt. Und was gibt es musikalisch Neues bei dir? Erzähl mal, was du gerade machst. Neues Album? Ich arbeite an neuen Album jetzt und werde noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich werde mir auch sehr viel Zeit lassen. Okay. Aber es gibt auch noch keinen klaren Termin oder sonst. Aber wir freuen uns alle. Also deine Stimme geht ins Ohr und da bleibt sie auch. Vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte für die Fans von Claudia Cavitri, die natürlich auch Ayman-Fans sind. Grüß doch mal alle. Ja, ich grüße euch alle hier. Denkt dran, Claudia, immer dabei bleiben, schön klicken, liken, whatever. Alles Gute. Ich gebe ihm jetzt die 100 Euro, dem ich versprochen habe, wenn du das sagst, ihr Lieben. Ciao, ciao. Thank you.
aber sie haben total viel Angst. Und müde, wir müssen gleich zum Shooting und so sehe ich ungeschminkt aus. Verrückt, oder? Und ja, jetzt wird geshootet für Mademoiselle Berlin. Das sind ganz, ganz schöne Lippenstifte mit ganz tollen Kleidern aus den 30er Jahren von der lieben Fleur und wir nehmen euch da natürlich mit, dass ihr mal gucken könnt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Denn du warst immer für mich da. Hand in Hand in Richtung Sonnenschein. Der Rest der Welt war uns egal. Warum kannst du nicht mehr bei mir sein? Nur heute Nacht ein letztes Mal. Denkst du manchmal auch an mich? Das war aber cool. Meine Liebe, ach, siehst du, follow me around mit meiner lieben Fleur. Fleur Style trage ich heute und für alle, die dies noch nicht wissen, eine ganz, ganz tolle Designerin, die mich ausstattet auf dem Red Carpet, also auf dem roten Teppich, überall da, wo ich euch mitnehme. Magst du vielleicht mal sagen, wo man dich findet hier in Berlin für die Fans? Ja, also mich findet man im Internet ganz aktiv natürlich mit meinen ganzen Aktionen, Red Carpet Stylings und ich schreibe jetzt auch Red Carpet Reports, also einen Stylebericht, wo wir halt immer ganz wunderschöne VIPs und bekannte Persönlichkeiten zeigen mit ihren schönen Dresses und du bist natürlich auch dabei. Mensch, ist traumhaft schön. Und ja, es ist eine ganz, ganz süße und macht sehr, sehr viel Spaß mit ihr. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Was ist der Morgen wert? Heute machst du nichts verkehrt. Komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht. Komm mit ans Ende dieser Welt. Was ist der Morgen wert? Heute machst du nichts verkehrt. Komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht. Meine Lieben, und da sind wir wieder direkt hier live am Potsdamer Platz. Und jetzt wird's richtig spannend, denn wir sind jetzt direkt hier, wo die Berlinale startet. Wir sind ja heute Abend auf einer Abendveranstaltung. Ihr seht, wir sind jetzt noch ganz in Zivil. Aber wir zeigen euch natürlich, was hier los ist. Kommt mal mit. Wir gehen jetzt mal in illegales Gebiet rein. Und hinter uns ist dann quasi schon der rote Teppich. Ja, ich zeige euch das einfach mal. Wir filmen an euch vorbei, wo es dann quasi heute Abend heißt Start und Sternchen unterwegs. Ihr seht schon, das geht so richtig los. Ich glaube, hier dürfen wir gar nicht weiter. Wir müssen nämlich in die andere Richtung. Denn jetzt wird es ganz interessant und wir nehmen euch auch mal mit. Und da bin ich auch schon wieder, denn wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken und ihr lauft einfach mal hinter mir her, gucken wir mal, was am roten Teppich vorkommt. Denn ich glaube, hier sind schon so ein paar Stars unterwegs. Und, wir kennen ja nicht allzu viel, aber wir gucken natürlich, ob wir überhaupt irgendjemanden erkennen. Wir haben es euch versprochen, ihr seid live dabei, ihr seid live dabei. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben schenkt, meinen Kanal abonniert und auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleibt, denn am Ende gibt es bei uns natürlich wie immer was zu gewinnen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wen wir denn hier finden. Kommt mal mit! Ihr Lieben, ihr habt es gesehen, hier ist ein mega Gedränge. Eben ist schon der erste Schauspieler angekommen. Wir werden für euch herausfinden, wer es genau gewesen ist. Ich wusste es nämlich nicht. Irgendein Gelbogel. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr wusstet, wer das ist. Und ich bin mal gespannt, wer es von euch weiß. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir verlinken es euch dann natürlich noch in der Infobox. Und jetzt gehen wir mal einfach so richtig ran an den Rundplatz und gucken mal, was passiert. Ich habe jetzt übrigens schon Accessoires für heute Abend in der Tasche und wir sind ganz, ganz gespannt, denn bei uns gibt es heute Abend ein bisschen was aus Politik und Wirtschaft, aber wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen und ich glaube auch, wir finden
so ein paar lustige Sachen. Einmal hatten wir ja schon für euch. Und jetzt gucken wir mal vorsichtig, der Kameramann läuft sonst was schön. Der hat mir übrigens heute Morgen eine Flasche Wasser ins Gesicht geschüttet. Wir schneiden es euch mal rein. Claudi, Claudi, Claudi. Bist du bescheuert? Ihr seid so bescheuert. Schreibt uns doch mal in die Infobox Daumen nach oben. Fandet ihr das gut? Wollt ihr mehr so eine Follow-Me-Around haben? Machen wir für euch. Und hinter mir ist der Berlinale Palast, wo wir euch natürlich auf den roten Teppich mitnehmen. Claudia, und mal kurz Programm. Oh, das ist ja total süß. Guck mal, hier sind die ersten Fans da. Seid ihr extra jetzt mit mir hierher gekommen? Ihr seid ja süß. Wer bist du denn? Lea. Und du? Lea. Oh ja, ihr seht, also Fans sind überall da. Das ist ganz lustig. Die kriegen natürlich ein Autogramm. Auf wen freut ihr euch in der Berlinale noch? Habt ihr Promis irgendwie, ob ihr scharf seid oder so? Nein? Gut, dann machen wir das. Also wir machen jetzt noch ein bisschen Autogramme und wir winken alle mal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, oder? Daumen nach oben? Ja. YouTube-Kanal. Yeah! Ciao! So, super, hier oben angekommen. Hallo, meine Lieben. Wir haben noch einen Überraschungsbesuch und wir besuchen jetzt einen Freund von mir, der mich an sein Hallo, schönen guten Tag. Mit Leuten noch im Flur entgegen, ist lustig. Der nämlich nicht an sein Telefon rangeht und ich glaube, dass der im Büro ist. Und deswegen nehmen wir euch jetzt einfach mal mit zu Fluxpot und gucken, ob der da ist. Die Tür ist offen. Hallo! Ist der Ina da? Klar. Echt? Na, klar. Kommt mal mit rein. Sag mal Hallo! Claudia Kalitri, YouTube-Like. Hallo. So, komm mal mit. Dürfen wir durchgehen? Na klar. Komm mal mit, da geht immer noch an sein Telefon ran. Deswegen guck mal, am Schreibtisch ist er. Kommt mal mit. Meine Hallo. Geht nicht an dein Telefon ran. Ich hab Akku. Ich hab kaum noch Akku. Guck mal, wir sind live auf Sendung. Ihr Lieben, das ist der Ömer, das ist ein alter Freund von mir und wir sind gerade in Berlin und ich wollte ihn anrufen, ich habe es euch erzählt und er geht einfach nicht ran. Was machst du denn hier? Und darf ich kurz erzählen, was du machst? Auf jeden Fall hast du Süßigkeiten, ordentlich mal. Wir sind hier nämlich bei Fluxport und der Ömer hat was richtig, richtig Geiles und das darf ich das einfach mal zeigen. Mein Akku ist nämlich leer. Guck mal, Freunde, ich habe ein iPhone und ich habe die Hülle vergessen. Ömer, kannst du mir ausmachen? Das flattert hier alles über den Kaffeetisch. Und das habt ihr bestimmt noch nicht gesehen, weil jetzt passiert was richtig Cooles. Wie kannst du denn einfach mit einem Akku rumlaufen? Ja, ich habe mein Ladegerät vergessen. Ja. Und jetzt hast du hier einen Zaubertrick für mich, oder? Genau. Guckt euch das mal an, Freunde. In so eine kleine Hülle rein aus Hartplastik, aufstecken und dann legt er das auf das Fluxport drauf. Das ist portabel und sofort lädt das Ding. Geil, oder? Und das könnt ihr euch im Grunde so mitnehmen. Ihr hebt es ab und das Ding lädt. Übrigens hat mir gerade mein Kumpel Joko eine Nachricht geschickt, wie er es jetzt alles lesen konnte. Und das ist aber noch nicht alles, weil, guck mal, du kannst auf die geile Uhr legen. Genau. Sieht das nicht heiß aus? Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für dich, oder? Aber ihr seid so geil. Und schon lädt das Telefon. Und du die Musik anmachen? Geht das denn? Natürlich. Ach, einfach Bluetooth einschalten und ja, los. Was, ich kann jetzt normale Musik anmachen? Ja, mach mal ein Lied von mir. Herr Bluetooth verbunden, lädt euer Telefon. Faszinierend. Ja, ja, ja. Richtig, ich bin ganz laut. Also du musst es jetzt laut sein. Ach so. Ja, ganz laut. Schreibt mir mal in die Infobox, welcher Song das ist. Wir verlinken es euch dann. Also gebt mal einen Daumen nach oben. Findet ihr gut? Das ist übrigens der neue. Ja, ihr Süßen, und es ist natürlich so, dass ich jetzt einfach den Ömer überfalle, weil er nicht ans Telefon gegangen ist und Folgendes vorschlagen würde. Ihr kriegt alle Rabatt, oder? Was sagst du? Was sollst du jetzt sagen? Okay, hätte ich doch mal lieber rangegangen. Aber okay, können wir machen. Ja? Ja, alle deine Fans? Alle meine Fans kriegen Rabatt. Die kriegen 10%. 10%, wenn sie online bestellen. Yeah! 10% Rabatt für euch und ich würde sagen, ihr müsst dann bei... Einfach nur auf fluxport.com gehen und dann online bestellen. Und Claudia Kalitri mit eingeben als Betreff und dann werden euch 10% gut geschrieben. Genau.
Und du schickst vielleicht noch eine Autogrammkarte mit raus oder ich mache das für euch. Schreibt uns mal einfach in die Infobox, wer schon bestellt hat. Und unter allen, die jetzt dieses Portabelgerät gekauft haben, verlose ich nochmal eins dazu. Also für euren Partner, für eure Freundin oder für irgendwas. Also gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt in die Infobox, wann ihr bestellt habt, was ihr euch bestellt habt, wie ihr es findet. Und unter allen, die drunter geschrieben haben, verlosen wir nochmal genau. Ihr Lieben, gleich nehmen wir euch mit auf die Gala und ich leiere mir jetzt meinen Lieben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kaffee aus dem Kreuz. Tschüss. Hallo meine Lieben, wir haben es geschafft, wir sind jetzt tatsächlich bei der nächsten Veranstaltung der diesjährigen Berlinale angekommen und wir stehen jetzt hier in der Tiefgarage und warten auf den Aufzug, der jetzt kommt und jetzt fahren wir einfach mal mit und so lange erzählen wir euch, was jetzt gleich passiert. Da können wir jetzt noch einen letzten Outfit-Check machen. Ich danke an der Stelle, wenn du mal runterfilmt, der lieben Babette Konau für dieses tolle, danke, für dieses tolle Outfit, liebe Babette. Du bist die Allerbeste. Und jetzt geht's gleich raus. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich suche jetzt auch meinen Manager. Der muss hier irgendwo sein. Und deswegen kommt ihr einfach mal mit mir mit. Und wir gucken jetzt mal, und dann kann ich euch nämlich auch gleich sagen, was heute hier passiert. Und es wird eine Menge passieren und das zeige ich euch. Wir gucken mal, wo der Raffi ist. Ihr Lieben, ich habe ihn gefunden, Raffia, endlich. Wir sind ein bisschen zu spät. Eigentlich ein bisschen sehr. Ja. Aber gut, ich habe es geschafft. Ja, wir haben noch viele Termine gehabt, du weißt es doch. Erzähl mal kurz, was jetzt losgeht. Also wir sind hier auf der Veranstaltung des BVMW, dem Deutschlandsgrößten Bundesverband. Und freue mich, wenn wir jetzt gleich ans kalte Buffet kommen, oder? Komm mal, guck mal. Der liebe Omnis, der fotografiert mich in letzter Zeit. Hallo meine Lieben, wir haben ein ganz kurzes Shooting gemacht und jetzt habe ich einen Überraschungsgast. Ich habe nämlich eine Freundin von mir hier gesehen und da ist sie auch schon. Ich schmeiß mich auf den Flügel. Hi, mein Liebling. Betty Ballhaus, ich freue mich so, dich wiederzusehen. Wir sehen uns immer ganz, ganz selten. Weil, aber wir winken. Aber wir winken und wir liken unsere Fotos. Ja. Los, Betty, wir machen was ganz Verrücktes. Wir stellen uns mal als Rednerpult. Da komme ich gar nicht ran. Doch, das ist doch ein Treffen. Los, das probieren wir aus. Die Frage ist, meine Lieben, kommt die Betty Ballhaus ans Rednerpult? Schreibt uns mal in die Kommentare auf, wir sehen ja gleich. Wir schneiden es ganz. Und jetzt tun wir ja mal so, als wenn die wenigstens. Ich habe so. Oh, hier. Wir hatten aus dem Glas getrunken. Können wir Oettinger. Herr Oettinger hat aus dem Glas getrunken. Pass auf, jetzt machen wir mal den Gegner weg. Jetzt stehen wir hier, ja. Ihr Lieben. So, pass auf. Huch! Zwei Erwachsene, ein Kind. Herr Oettinger und alle die Teilnehmer, beziehungsweise alle Gäste, ein bisschen entspannen können. Ne? Ja. Also was würden wir ändern, was würden wir sagen, wenn wir hier oben stehen, Betty? Du, Steuern sind sexy, guckt uns Steuern an. Steuern sind total sexy. Hallo. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr ändern würdet. Also ihr seht ja jetzt, wir haben es mal aus der Rednerperspektive, wir haben sie alle gesehen. Fanden wir jemanden besonders gut? Naja, klar, unseren Erzieher und Kindergärtner. Er ist leider ein Schwabe, beziehungsweise in Baden-Württemberger. Ne? Gabriel hat sich irgendwie heute sehr sympathisch präsentiert. Der war mir irgendwie nicht so ganz geheuer gewesen. Dem haben sie Sahne in Kakao gekippt bestimmt, denke ich mal. Ganz viel Applaus hat er gekriegt, ne? Ja komm, wir saßen ja vorne, ne? Also so ist er nun nicht. Der hatte gute Laune, weil er den Blick auf uns hatte. Der hat immer nach rechts geguckt. Der hatte eine gute Perspektive, würde ich sagen. Und die Perspektive, die werden wir auch gleich haben, und zwar aufs kalte Buffet. Ich habe solchen Hunger. Der neben mir, der hat ja schon die ganze Zeit gesagt, der soll aufhören zu reden, wir überziehen andauernd. Der Gabriel will nur am Wein sparen. Sie? Ja, wir werden mal gucken. Wir gucken also. Mal. Betty, was gibt es denn bei dir Neues? Erzähl mal. Bei mir gibt es Neues, ich kann jetzt ohne BH gehen. Nein,
Ja, was gibt's Neues? Also ich werde dieses Jahr ein bisschen mehr Sport machen als letztes Jahr. Du weißt ja, ich hatte einen Meniskusriss von meiner Afrika-Reise. Geht's dir wieder gut? Oh, mir geht's wieder super. Ich kann wieder auf hier. Und du bist so schlank. So eine tolle Figur, die Betty. Vielen Dank, Lina. Das Kompliment gebe ich an dich zurück, mein Lieber. Nein, dieses Jahr ein bisschen mehr Sport. Und ich habe vor, mit meinem neuen Personal Trainer die Bühne angreifen zu wollen. Mal gucken. Es wird wahrscheinlich erst im Herbst das Jahr. Aber wenn du möchtest, kannst du mich gerne da begleiten und besuchen. Natürlich komme ich und ich bringe euch mit. Ihr dürft zugucken. Und jetzt würden wir beide uns freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt. Unbedingt und Daumen einfach nach mal oben. In die Kommentare schreibt, ja, wie fandet ihr das hier? Was sollen wir machen? Habt ihr vielleicht verrückte Challenges für die Betty und für mich? Das machen wir dann gemeinsam. Ich komme nach Berlin und wir rocken das. Ich komme auch zu dir, das ist gar kein nach Problem. Ich bin ja sowieso ständig unterwegs. Siehst du, Liebling? Sie kommt. Ihr Süßen, wir nehmen euch jetzt mit ans Buffet. Küsschen, eure Betty. Fertig, wir haben es geschafft und das waren drei mega lustige Tage. Follow me around Berlin, die Berlinale ist zu Ende. Also die ist natürlich noch nicht zu Ende, die geht jetzt los und es geht richtig los. Aber wir sind total müde und ich muss euch noch was Lustiges erzählen. Ich spreche jetzt ein bisschen komisch, denn es gab da total lustigen Nachtisch. Und ich habe ja eine Allergie gegen Johannisbeeren. Also alle, die mich nicht mögen und mir irgendwie was Schlechtes wollen, schickt mir irgendwas mit Johannisbeeren. Und ich habe mir das wirklich in den Mund gesteckt, habe gemerkt, jetzt geht es gleich rund und ihr seht, meine Lippen sind angeschwollen. Ich könnte hier wirklich mit allen mithalten, also zumindest merke ich es. Und der Herr hier am Tisch, er lacht schon und guckt, ob was zu sehen ist. Aber ich sage euch, es ist was zu sehen. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt und ich würde mich jetzt an dieser Stelle nach einem Daumen nach oben würde ich mich sehr, sehr freuen. Like das Video, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so in Berlin erlebt habt, ob ihr schon mal auf der Berlinale wart, was so los war bei euch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen in einem meiner nächsten Videos. Und bis dahin verbleibe ich euch. Schöne Grüße, eure Claudia.